Eugen Andreas Wader ist Präsident des Hamburger Rennclubs und der ist Gastgeber des prestigeträchtigsten Ereignisses im deutschen Turf, nämlich des Idee-Derby-Meetings. Herr Wader, gibt es etwas bei kompakten 6 Renntagen, was Ihnen Sorge macht, wo Sie sich aber andererseits auch wieder darauf freuen? Ja, Sorge macht mir, dass wir eben erstmals 2 Dinge umgestellt haben, nämlich das Derby. Das Rennen selbst findet am 3. Tag, nicht am Schlusstag statt. Das Zweite ist, dass wir keinen Tag Unterbrechung haben. Den hätten wir natürlich humorvoll gesagt, hätte ich bald gesagt, zur Erholung von Reiter, Pferd und Bahn. Also die Pferde laufen ja nur einmal, Spaß beiseite, aber immerhin. Aber für die Bahn wäre es schöner, aber wir beide wissen, wegen des G20-Gipfel geht es nur so und dann müssen wir das jetzt durchziehen. Es ist, sind Sommermonate, es wird morgens früh hell, also morgens ab 4 kann man die Bahn pflegen. Gut, das ist der Vorzug, wenn man im Juli so eine Veranstaltung hat. Das kann natürlich auch viele Vorzüge haben, weil die Leute genau wissen, wenn ich tatsächlich Rennsport pur erleben will, dann muss ich mich sputen, weil ich habe tatsächlich nur Freitag, den 30. und dann durchgängig bis zum 5. Juli die Chance. Das tun ja durchaus Wettbegeisterte ganz gerne. Ja, völlig richtig. Und man kann auch sagen, weil es so komprimiert ist, deswegen kommen aus Westdeutschland mehr Wetter her und sagen, hier habe ich jeden Tag Rennsport und zwar nicht durchschnittlichen Sport, sondern an jedem Tag ein Grupperennen. Also die im best- und höchst dotierten Rennen mit der Folge, dass die besten Pferde am Start und die besten Jockeys da sind. Also lauter gute Gründe, 6 Renntage zu genießen. Ja. Vielen Dank, Herr Wader. Ich bedanke mich.